heute mal von einem Kanal auf den anderen, denn ich habe einen neu aufgemacht, damit ich die Inhalte etwas trennen kann und vielleicht auch noch andere Beteiligte an dem anderen Projekt anderen da Zugriff gewähren kann auf diesen Kanal, denn es geht da um Crowdfunding, also unten findet ihr den Link und da könnt ihr euch informieren, wenn euch das interessiert. Vor einigen Monaten habe ich mal bei einem Spaziergang durch diesen botanischen Garten hier von dem Projekt Zen-Worte und Ghibli erzählt, wie es dazu kam und wie so die ersten, sage ich mal, Hangeleien um den Titel und so weiter und so ein paar Kleinigkeiten, die Covergestaltung und so vonstatten ging. Und jetzt geht das Projekt in die Endphase, aber wir haben zweimal einen Übersetzungsförderungsantrag abgelehnt bekommen, dass wir damals in so einer staatlich geförderten Reihe, die wohl auch im Rahmen der Corona-Einschränkungen aufgemacht wurde, also wir wurden nicht bedacht. Und in den ersten 4 Monaten sind die Gewinne, also Gewinne heißt, das ist im Grunde das, wovon ich lebe, ne? Also dass da das als Gewinn zu bezeichnen, das ist nur eine Formalität, aber das heißt nicht, dass da irgendwo Geld angespart würde. Die sind so zurückgegangen, um etwa ein Drittel, dass ich mir wünschte, es wäre so gelaufen in den Corona-Jahren, dann hätte ich nämlich da staatliche Förderung bekommen, aber die Corona-Jahre habe ich ganz gut überstanden und jetzt bricht es ein, wahrscheinlich weil die Inflation zuschlägt und die Leute jetzt auch mal wieder mehr raus wollen und nicht mehr so sehr aufs Haus angewiesen sind, aber auch sparen müssen. Und ich habe mich deshalb entschlossen, weil es auch eine Möglichkeit ist, dass die Übersetzerin noch anständig bezahlt wird, denn sie würde nur nach dem Vorschuss von 1000 Euro, den sie bekam, noch zu Geld kommen, einer allerdings fairen Beteiligung am Gewinn, wenn wir keinen großen Gewinn machen, das Buch also nicht groß verkaufen, dann hätte sie so ein Buch für ein Apfel und ein Ei übersetzt sozusagen, ne, zu einem Freundschaftspreis, hat sie sich bereit erklärt. Das Risiko tragen wir aber natürlich beide. Ich bin jetzt mit dem Lektorat beschäftigt, weil sie übersetzt hat. Und wir haben mit dem Studio Ghibli vereinbart, dass wir die Ausgabe, die als Paperback erscheint, in limitierter bis zu 50-fache Auflage, also 50 Exemplare gebunden herausbringen können für Sponsoren. Wenn man so ein Crowdfunding macht, da gibt es ja in der Regel so Gimmicks, also besondere Angebote für die Spender oder Sponsoren. Und ihr könnt auf der Webseite, die ich unten verlinkt habe, zu diesem Projekt, das ist das erste dieser Art, das ich mache, mal sehen, wie es läuft. Da könnt ihr sehen, was es noch so geben kann und ab welchem Betrag man da was als Dankeschön bekommt. Ich wollte nicht einfach nur das Buch anbieten, das signieren zu lassen. Es hätte bedeutet, es nach Japan zu schicken. Und es ist ja von einem Zen-Mönch geschrieben, von dem Ghibli-Produzenten Suzuki illustriert teilweise. Aber das wäre ziemlich aufwendig und auch ein bisschen absurd. Den Mönch kennt hier keiner. Suzuki ist dann schon eher ein Begriff bei den Manga-Fans, bei den Animationsfilms-Fans sicher. Aber ich denke, das Buch wird sehr günstig auf den Markt kommen und diese gebundenen Ausgaben sind ein Anreiz, weil es die ja nur exklusiv für die Sponsoren gibt. Wahlweise auch, je nach Betrag, Ghibli-Motive, die unser Grafiker gestalten wird. Auf seine Art. Ich habe schon mal Beispiele von Totoro und Hayao Miyazaki eingestellt, dem großen Künstler bei Ghibli, damit ihr einen Eindruck bekommt. Und es ist zwar jetzt an manchen Teilen dieses Projekts nichts mehr zu ändern, aber ich freue mich trotzdem, wenn es ein Feedback oder Verbesserungsvorschläge gibt, auch wenn jemand jetzt nichts sonst beitragen will finanziell.
So, das ist was Neues. Und ich werde dann die Woche noch einen Beitrag zu Uchiyama, wie angekündigt, nachreichen. Es kommt auch noch ein Buch aus der Samurai-Ecke demnächst. Und aus aktuellem Anlass wollte ich nochmal auf den Criterion-Channel hinweisen, wo mich neulich nochmal jemand anschrieb, ja, geht das denn so mit VPN? Also wenn man da seine Beiträge zahlt, geht das. Wenn die das nicht wollten, dann würden die das wie Amazon machen, dass man eine Kreditkarte und einen Wohnsitz in den USA braucht zum Beispiel. Ne? Und, oder wie andere Anbieter, die so hinterher sind, dass die jeden VPN-Anbieter erkennen und man es nicht umgehen kann. Und ich denke, dass gerade eine sehr interessante Reihe da läuft. Chūzō Itami. Ich hatte den, glaube ich, auch schon mal erwähnt, als ich darüber sprach, dass ich mal auf zwei japanische Filmmenschen Nachruf geschrieben habe. Auf Mifune und auf Itami. Und Itami hat sich aus dem Hochhaus gestürzt, weil eine Zeitung den Bericht über eine Affäre, die sie ihm nachgesagt hat und die er leugnete, nicht zurücknehmen wollte. Und ich glaube, bevor die da am Morgen erschien, lag er da in den letzten Zügen auf der Straße. Also er starb dann im Krankenhaus. Itami hat hauptsächlich erstmal in den ersten 50 Jahren als Schauspieler gearbeitet und dann erst, also schon im fortgeschrittenen Alter, 11 Filme insgesamt gemacht. Das heißt, ein der erste war ein paar Jahrzehnte früher, so eine Art Jugendwerk, den kann man da auch sehen. Und manche kennt man aus dem deutschen Fernsehen auch oder vielleicht sogar aus dem Kino, Tampopo, diesen Nudelfilm, den mit der Steuerberaterin. Ich meine, dass ich den einen oder anderen auch schon mal gesehen habe. Vielleicht gab es mal eine Retro im Kino. Aber jetzt kann man sein Gesamtwerk dort mit einigen Lachern genießen. Er hat einen seltsamen Humor. Und in einem Film, den ich jetzt sah, hat er eine Geschichte von dem Nobelpreisträger, dem Schriftsteller Kenzaburo Oe, verfilmt, wo es um dessen, also autobiografisch eingefärbt, um dessen Behinderten, also geistig Behinderten, aber hochmusikalisch, also man müsste vielleicht sagen, ist am ehesten autistisch offensichtlich, aber hochmusikalisch begabt und in Japan auch als Komponist bekannt, um diesen Sohn geht. Und ich habe den unmittelbar nach der anderen, ebenfalls empfehlenswerten Reihe von Filmen des Dokumentarfilmes Kazuo Ohara gesehen. Und ihr müsst ja nicht unbedingt zu Criterion gehen, aber vielleicht kriegt ihr die Filme woanders oder es klingelt dann bei euch, wenn ihr irgendwann mal auf diese Leute stoßt oder habt sogar noch eine Chance, wie ich, den Kazuo Ohara auch mal in einem kommunalen Kino zu sehen. Der hat einen Schriftsteller porträtiert, der hat über einen, ja, ich sag mal, Revoluzzer, einen kommunistischen, der selbst im Krieg war für die Japaner und sich dann an seine ehemaligen Kollegen wendet, die für Erschießungen nach Kriegsende von Deserteuren verantwortlich waren und die da stellt vor der Kamera und immer wieder im Knast war. Bis hin zu einem Mord hat er sich reingesteigert in diese Sache, aber es ist doch bewundernswert, wie der Filmemacher unkommentiert dessen Engagement für, ich kann sagen, er will göttliche Gerechtigkeit in die Welt bringen, die es sonst nicht gibt. Er will die zwingen. Und als er dann einen der Hauptverantwortlichen nicht antrifft, dann schießt er einfach noch auf dessen Sohn. Also das ist sehr extrem, ein außergewöhnliches Porträt. Aber noch interessanter fand ich, und dann spanne ich noch ein bisschen den Bogen zum Zen, jetzt seinen Film über die Betroffenen von Cerebral Palsy, also
Menschen, die solche Muskelzuckungen haben, spastisch gelähmt sind, hatten bei uns gesagt früher, und oft auch eine geringere Lebenserwartung, ne, in der Regel. Manchmal sind sie geistig eingeschränkt, manchmal aber auch nicht. Und in dem Film hat man sehr viele intelligente, aktive, selbstorganisierte Menschen gesehen, die davon betroffen waren und auch was von deren Familienleben, sogar Sexualleben mitbekommen, wie sie sich zwei davon betroffene Partner über ein gesundes Kind gefreut haben. Das war wirklich bewegend. Und das hat mich darauf gebracht, in Verbindung mit diesem Spielfilm von Itami, wo eigentlich eher, muss ich sagen, eine Knallcharge so den Sohn von Owe, den Behinderten, dargestellt hat. Das war schauspielerisch wirklich keine Glanzleistung. Aber es hat mich drauf gebracht, weil ja immer wieder das Thema aufkommt, wie Zen üben, jedenfalls in meinem Kanal, wenn man meint, es geht ohne so Zen, dass das Situationen sind, die wir überwiegend nur selten geraten, aber wenn, dann haben die meisten von uns wahrscheinlich in der Begegnung mit Menschen, die diese Zuckungen haben und vor uns so rumzucken und sich zu artikulieren versuchen und wir versuchen sie zu verstehen, die gleichen beklemmenden Gefühle. Und gerade in so einer Situation kann man meines Erachtens hervorragend üben, sich mental in einen Zustand reinzuversetzen, in dem man das nicht mehr als Hindernis wahrnimmt. Und trotzdem heißt es natürlich nicht, dass das problemlos ist. Ich bin hier mal in einem, seltsamerweise, in einem Geschäft, wo Reizwäsche verkauft wurde, gewesen, wo ich mal ein Stück kaufte und dann beim nächsten Mal die Dame, die mir das verkauft hat, nicht da war und ein junger Mann rauskam, der offensichtlich auch unter solchen Einschränkungen litt. Und was es genau war, hat mir die Mutter dann erklärt. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, ob sie es von sich aus gemacht hat, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass ich sie darauf angesprochen habe. Sie hat dann erklärt, dass es eben von Geburt an so war, dass es bei der Geburt Komplikationen gab. Und fortan, weil der noch ein bisschen mit ins Gespräch involviert war, habe ich den ab und zu mal beim Einkaufen gesehen im Supermarkt und er hat mich auch erkannt, wir haben uns gegrüßt und mal ein paar Worte gewechselt und das ging jetzt über Jahre immer mal so sporadisch und in der letzten Zeit habe ich gesehen, es fiel mir auf, dass er eine Schiene an einem Bein hat, also offensichtlich die Bewegung eingeschränkter ist und dann habe ich in einem der letzten Gespräche gemerkt, dass ich ihn kaum noch verstehe, wobei man ja sagen muss, er spricht dann in der Regel ja Thai. Und das verstehe ich ja sowieso nicht so gut, das ist mein Fehler, ne? Aber die Artikulation hatte sich auch etwas verändert. Und sofort stellte sich bei mir das Gefühl ein, weil er das dann mehrfach wiederholte, ne? Um es mir klarzumachen, weil er merkte oder ich das auch sagte, dass ich ihn nicht verstanden habe, dass das unangenehm ist, ne? Dass ich da jetzt stehe und ihn verstehen möchte, aber es nicht kann und ihm dabei zusehen, wie er sich bemüht und offensichtlich leidet. Ne? Und in diesem Film wird man als Zuschauer dem nochmal ausgesetzt und kann sich das über diese 90 Minuten oder so, die der Dokumentarfilm geht, bewusst machen, was da in einem vorgeht, dass man genau beobachten, also statt sich hinzusetzen und vielleicht mit ganz anderen Sachen im Zen beschäftigt zu sein, kann man mal in so einer konkreten Situation das durchgehen und seltsamerweise, das will ich noch dazu sagen, war es zuletzt so, dass er nicht mehr reagiert hat, wenn ich mal Hallo sagte. Das finde ich ein bisschen schade, aber
Er hat sich da freiwillig zur Verfügung gestellt, mal eine Zeit lang am Eingang von diesem Supermarkt unten, wo die hier ist das ja auch bei kleinen Supermärkten der Fall, schon seit langer Zeit die Temperaturmesser stehen und normalerweise sitzt aber jemand dabei und weist dann darauf hin, dass man das auch wirklich macht, ne? Dass man seine Hand davor hält und dann kann man die Temperatur ablesen. Inzwischen sitzt manchmal keiner mehr da, also das wird jetzt gelockert. Aber zu den Hochzeiten hat er sich da auch bereit erklärt und auch mal man sollte sich ja auch noch eintragen und dazu musste man einen Griffel in die Hand nehmen, ne? Wenn man keine App hatte und der Griffel galt ja für viele dann auch als Risikoquelle, also hat man noch gleich eine Flasche mit Desinfektionsmitteln daneben, die hat er oft den Leuten noch gereicht. Und finde, ich möchte eigentlich wetten, dass die Gefühle, die in der Begegnung mit derart behinderten Menschen auftreten, bei uns relativ ähnlich sind. Ich könnte da jetzt noch viel dazu sagen, das sind ja noch ganz andere. Man könnte vielleicht auch sowas wie Schuld empfinden, dass es einem so viel besser geht, meint man, ne? Aber wenn man sich den Dokumentarfilm anschaut von Kazuo Hara, den habe ich schon wieder vergessen, dann kann man sehen, mit welcher Vehemenz diese Menschen ihr Recht auf Leben und Akzeptanz verteidigen. Und einer hat sich fast dafür geschämt, dass er sozusagen als einziger von der Gruppe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gerne mal auf dem Mitleid der Normalbürger herumritt und das für sich einforderte, denn die anderen haben das in der Regel brüsk von sich gewiesen und wollten eben in gewisser Weise als so selbstverständlich wahrgenommen werden, wie andere, die nicht behindert sind, sich wahrnehmen. Okay, und mir fiel das auch noch ein, weil kürzlich noch mal jemand zum Antinatalismus sich mit mir auseinandersetzte auf einem anderen Kanal und ich die Diskussion quasi beendete oder jedenfalls kam dann keine Reaktion mehr, indem ich sagte, wenn man die Leute fragen würde, dann würden doch die meisten Menschen sagen, sie wollen leben und wenn man ihnen am Ende sagen würde, würdest du noch mal leben wollen, dann geben dir eine Pille, kannst du wiederkommen, würden die meisten die Pille schlucken. Und zwar, glaube ich, unabhängig davon, ob sie elendig sterben oder eher angenehm. Diese Menschen sind der Beleg dafür, ne? Dass der Antinatalismus im Wesentlichen so auf einem Hirngespinst beruht und nicht auf einem empirischen Erheben des Lebenswillens von Menschen. Wenn ich das richtig verstanden habe. So haben wir jetzt die Kurve noch ein bisschen zur Moral, zum Sinn, zu einer Alternative zum gewöhnlichen Sazen gefunden. Bitte, wenn ihr was übrig habt, ab 10 Euro, könnt ihr an dem Crowdfunding teilnehmen und bitte weitersagen. Ich werde das natürlich jetzt auch noch für die von einer Sensei zur anderen Turn so oft verbreiten, dass sie sich noch genervt fühlen werden von der Botschaft. Die Aktion geht etwa 4 Wochen und beim nächsten Mal dann nochmal einen Nachschlag zu Uchiyama.